Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder. Und jetzt wirklich und diese Woche auch zweimal. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen, denn ich mache den Würdest du eher Tag für euch mit einem kleinen Spezial hinten dran, auf das mich übrigens die Elisa von Elisa in Kiwi gebracht hat. Sie ist die offizielle Ideengeberin zu diesem Video, sage ich ehrlich, weil sie hat mir vorgeschlagen, ich könnte oder. Wir zusammen eigentlich könnten doch zusammen ein Filmspezial draus machen. Und habe ich gesagt, ja, können wir. Es kam nie dazu und deswegen greife ich das jetzt auf, verändere das noch ein bisschen, denn wir könnten ja ein Film mit 2015 Spezial draus machen und das mache ich jetzt. Jeden Film, den ich im Kino gesehen habe oder danach auf DVD gesehen habe, werde ich euch jetzt vorstellen sozusagen. Und ich habe gerade gemerkt, einer ist nicht dabei. Ich habe voll einen vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir jetzt einfach ein Würdest du eher Filmspezial Kinojahr 2015. Ich habe mir Fragen ausgedenkt. Ausgedacht natürlich. Und die werde ich euch jetzt fragen. Also ihr könnt ja selber mal drüber nachdenken, aber in erster Linie erstmal mich. Ich habe die Fragen bis jetzt nur aufgeschrieben und werde die euch natürlich jetzt beantworten. Der erste Film ist Jupiter Ascending. Würdest du eher das Erbe der Königin des Universums annehmen und in Reichtum und Schönheit leben? Oder mit Legionär Kane durchbrennen und auf anderen Planeten versuchen, mit deiner Familie ein neues Leben aufzubauen. Ich glaube, ich würde das Erbe annehmen und die Erde für mich beanspruchen, ja. So wie der Film eigentlich auch geendet ist. Aber ich werde auch ein Reichtum und Schön erleben. Der nächste Film ist 50 Shades of Grey. Würdest du eher die Gefühlswelt des Christian Grey verstehen und ihn dennoch ziehen lassen? Oder ihn auf Biegen und Brechen in Klammern zwingen, dich zu lieben und ihn zu verändern wollen? Ich würde, glaube ich, es noch nicht mehr so weit kommen lassen. Aber wenn ich jetzt mal ernsthaft die Frage beantworten sollte, würde ich ihn, glaube ich, ziehen lassen. Ja. Der nächste Film ist Into the Woods. Würdest du eher den ganzen Spaß auf dich nehmen, inklusive Riesen, um den Fluch zu brechen und schwanger zu werden? Oder glücklich und zufrieden leben und Hexe, Hexe sein lassen? Ich würde, glaube ich, glücklich und zufrieden leben. Der nächste Film ist Fast and Furious. Würdest du eher mit Don losziehen, um Shaw zu bekämpfen oder versuchen, die Sache alleine zu regeln? Also, ich glaube, ich würde mit Don losziehen und Shaw bekämpfen, ja. Der nächste Film ist Avengers Age of Ultron. Würdest du mit den gesamten Avengers kämpfen, plus die neuen, minus Iron Man? Oder würdest du lieber alleine mit Iron Man kämpfen? Ich würde mit den Avengers kämpfen, minus Iron Man, plus die neuen. Ja. Nicht, dass ich Iron Man nicht mag, ne? Der ist eine coole Sau, aber ich mag Captain America.
Ja, das ist immer so ein Streitthema zwischen mir und meinem Freund. Ja, das Captain America oder Iron Man. Oh mein Gott, sind wir Nerds. Kann das sein, dass ich ein totaler Nerd bin? Ja. Weil ich habe ein Avengers T-Shirt und Avenger Bettwäsche. Egal. Der nächste Film ist Jurassic World. Würdest du den Storyverlauf so hinnehmen und einen auf "Oh mein Gott, wir werden alle sterben" machen? Oder würdest du versuchen, den Indominus Rex irgendwie zu bekämpfen? Ja, auch den habe ich gesehen. Und ich würde, glaube ich, den Storyverlauf so laufen lassen und sagen, oh mein Gott, so wie ich mich kenne. So wie ich mich kenne, ja. Der nächste Film ist Magic Mike XXL. Würdest du eher mit den Jungs auf Tour gehen und bestimmt alle vernaschen? Oder ist Magic Mike einfach nichts für dich? Schwierig, äußerst schwierig. Ich höre mich an wie der sprechende Hut. Und den Text, schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin? Slytherin, ja. Bist du dir sicher, du könntest groß werden? Im Köpfchen hast du auch was. Und Slytherin wäre dafür für dich eine rechte Wahl gewesen. Na dann vielleicht. Gryffindor! Oh mein Gott. Ich bin mittlerweile 23 Jahre alt, habe den Film mit 11 oder 10 Jahren gesehen und kann diesen Text immer noch auswendig. Warum? Weil ich ein totaler Fan bin. Also, ja. So. Magic Mike. Ja, es ist schwer, weil ich würde, glaube ich, also Magic Mike ist schon was. Also ich gucke mir das gerne an wegen den Tänzen da. Also ja, aber nicht sobald sie einen Tanga anhaben. Da gehe ich flöten. Gut, ja. Der nächste Film ist Ted 2. Würdest du eher einen saufen, Drogen nehmen und Party machen und ein Bär bleiben? Oder ein Spielzeug? Oder ein Kind haben wollen und eine Person werden. Natürlich würde ich ein Bär bleiben wollen und saufen und ne, nicht unbedingt Drogen nehmen. Aber es ist ja schon süß, wie er es macht, ne? Ich stehe irgendwie dazwischen. Ja. Der nächste Film ist der Minion-Film. Würdest du eher ein Minion sein wollen oder ein Mensch, der die ganze Zeit auf Bananensprache spricht? Bido, mi chiamo, bye. Ich würde ein Minion sein, gerne, ja. Die sind witzig. Obwohl ich ja, weißt du, oh, wie das sich gewandelt hat. Wenn ihr mich noch daran erinnert an 50 Fakten über mich, ich mag die Minions nicht. Ja, das hat sich sehr, sehr gewandelt. Ich habe den Minion-Film gesehen, ja. Ja, ich glaube, oh, hat sich da was gewandelt. Der nächste Film ist Mockingjay Part 2. Würdest du eher erneuten Hungerspielen zustimmen oder es nie wieder zu so einem Regime kommen lassen? Schwierig, das ist auch schwer. Ich weiß, dass ich nicht so eine Kämpfernatur bin, dass ich sagen kann, ich würde alles dafür tun, dass es nie wieder zu so einem Regime kommt. Ich meine, was soll ich denn da tun? Ich kann doch nicht mal Bogen schießen. Geschweige denn. Naja.
Gut, ich würde es dazu kommen, also nicht dazu kommen lassen, wieder so ein Regime zu haben. Ich würde niemals, niemals, niemals nochmal für Hungerspiele stimmen. Also das wäre jetzt schon ziemlich krass und naiv und so geschmacklos. Ja. Das waren meine Antworten für die Fragen, die ich mir ausgedacht habe. Und ich schreibe euch die Fragen natürlich nochmal unten in die Infobox. Und ihr könnt ja den Tag auch nochmal machen, weil es wäre schon cool, wenn ich auch mal einen Tag erfinden könnte. Mit Ideengeberin von Elisa. Das muss man natürlich sagen, ja. Genau. Das waren jetzt alle Filme, die ich 2015 im Kino geguckt habe oder auf DVD, die rauskamen. Außer einen habe ich vergessen, San Andreas. Was gibt's da für eine Frage? Ja, aber ich saß bei den anderen auch ewig. Aber einen habe ich vergessen und sage ich ehrlich und ja. Aber die Kinostarts waren so, wie die Fragen gestellt waren, auch in Reihenfolge, wie die rauskamen ins Kino. Nur, dass ihr das wisst. Ja. Genau. Und dann verabschiede ich mich erstmal für diese Woche und ihr bekommt ja noch ein zweites Video, nämlich am Sonntag. Wieder ein Unterwegs in Dessau Video. Und ich weiß auch schon, wo es hingeht. Lasst euch bitte überraschen und dann sage ich Tschüssi. Noch eine schöne Restwoche für euch, bitte. Tschüss!